Hallo liebe Heimkino-Fans, hallo liebe TV-Fans. Wir begrüßen euch hier heute beim Samsung Summit 2022 und hier gibt es viel Neues. Dabei habe ich den freien Journalisten, wie immer, Ecki Schmidt. Jo, hi Kai. Ja, natürlich sind wir heute besonders gespannt. Nicht? Es gibt natürlich das aktuelle Samsung Line-Up von den QLEDs, aber eben auch jetzt den OLEDs, den Samsung OLEDs. Und die sind hier zum ersten Mal zu sehen und da sind wir natürlich mal sehr, sehr neugierig. Das sind wir sehr gespannt. Genau, die sollen ja noch so einiges an Verbesserungen bringen gegenüber anderen OLED-Bildschirmen. Und das schauen wir uns natürlich jetzt mal an. Genau, das ist also so aufgebaut. Also wir haben jetzt hier einen sogenannten Rundgang und mit einigen Stationen. Und da können wir dann praktisch die Highlights direkt sehen und wir werden dann praktisch persönlich drauf eingehen und wir werden ja auch die Bilder erleben. Genau, da ist einiges an Material, was man da sehen kann und lasst euch jetzt überraschen. Fangen wir an. Genau, los geht's. Los geht's. Richtig, groß und hochauflösend natürlich, mit genau. 8K-Auflösung, mit QLED. Technologie QLED zeichnet sich aus durch extrem hohe Helligkeit und intensive Farbgebung. Genau, und man sieht jetzt auch hier schon an den Farben, wie das Ganze hier wirkt. Ja? Gerade hier in den Rottönen und Orangetönen und auch der Himmel und so weiter. Ne? Die hier haben wir natürlich auch jetzt Demomaterial, das sehr schön die Auflösung wiedergibt mit dem ganzen Gras. Das, ich weiß gar nicht, ob das jetzt ein YouTube-Kino oder das gar nicht so genau wieder. Ja, ich denke mal, das wird man sich jetzt erahnen können, das dass ist das natürlich, natürlich hier live ein extrem scharfes Bild, selbst wenn man mit der Nase an der Leinwand, an dem Screen ist. Genau. Wahnsinnig hell, wie gesagt. Und ja, und was natürlich auch jetzt hier dieses Jahr, sagen wir mal, noch besser geworden ist, das ist praktisch der 8K-Prozessor, der praktisch der Quantum 8K-Prozessor, der jetzt noch mehr Rechenzyklen praktisch leisten kann, der also jetzt hier, was die künstliche Intelligenz angeht und kann jetzt, soweit ich weiß, 16 neuronale Netzwerke. Das heißt also, der kann jetzt beispielsweise erkennen, dass es sich jetzt hier um ein Fußballspiel handelt, dass er dann das Gras extrem grün macht oder ja, ob das jetzt ein Kinofilm ist, der jetzt hier von Schwarzwerten lebt. Und da kann der sich, wie gesagt, sehr gut drauf einstellen und immer die optimale Einstellung auch finden für das, was man praktisch sieht. Dann läuft er jetzt anscheinend im Demo-Modus, denn jetzt haben wir sehr intensive Farben. Genau. Also was sagst du, Ecki? Bist du beeindruckt? Ja, ich meine, ich kenne die QLED-Technologie schon länger. Ist wirklich sehr hell. Ist es halt eine LCD-Technologie irgendwo? Von den Farben und von der Schärfe natürlich unangefochten sehr, sehr gut. Nicht? Ja, man muss auch jetzt mal hier, vielleicht kann man mal den Rand auch mal zeigen von dem Fernseher. Das ist natürlich sehr edel, hier in Edelstahl gehalten und das sollte man vielleicht mal zeigen, dass der auch aufgrund, auch wenn er jetzt so viel Technik hat, dass er aber vom Rahmen und von der Tiefe her trotzdem immer noch, sagen wir mal, sehr schmal ist. Ja, Fernseher werden halt auch immer mehr zu einem Designobjekt und das hat natürlich... Aber was die meisten Zuschauer jetzt interessiert, ist natürlich die Frage, was ist jetzt besser? Beamer? Heimkino als Beamer oder eher, sagen wir mal, als Fernseher? Wo sind die Vorteile? Ja. Was würdest du sagen? Das hängt einfach von der angestrebten Bildgröße ab. Natürlich ist so ein Fernseher viel strahlender, kann mehr Helligkeit erzeugen und in hellen Umgebungen wie hier, man sieht das ja hier, kann auch ein sehr tiefes Schwarz erzeugen und einen hohen Kontrast. Allerdings sind die bezahlbaren Größen immer noch bis 80 Zoll, knapp über 80 genau. Zoll limitiert, vielleicht noch was darüber. Kino beginnt meiner Meinung nach erst einmal bei 100, 120 Zoll. Ganz genau und so würde ich das auch sagen. Also Freunde, bis 85 Zoll ist ein Fernseher, ein TV unschlagbar. Ja. Ja, der hat einfach das bessere Gesamtkonzept. Er ist einfach alltagstauglich. Ja, das bessere Setup, der ist einfach heller, bessere Kontraste, unproblematischer aufzustellen. Aber sagen wir mal, ab 100 Zoll, da ist es immer noch, und auch jetzt hier beispielsweise von Samsung, der ist die Premiere.
Genau, da sagt das er, ist meine da hat ja Samsung eine Lösung für den Laser-TV, The Premiere, ein RGB-Lasergerät, das eben extrem große Bilddiagonalen erzeugen kann, über 100 Zoll, 110, 120, ich glaube bis 130 kann man relativ locker. Du, und ich kann dir jetzt schon vorwegnehmen, den wirst du später sogar sehen. Ja, schön, ja. Und du kennst dich ja aus. Genau. Du hast ja da schon abermals und viele Stunden in dieses Thema investiert. Und du kennst dich ja auch, du hast ja die letzten Farbnuancen rausgekitzelt. Also das Besonderheit von diesen Laser-TVs ist nicht nur die Bildgröße, sondern auch, dass sie tatsächlich den vollen BT2020 Farbraum aufspannen. Das ist eigentlich das einzige Gerät, das das kann. Und das kann schon zu extrem atemberaubenden Farben führen. Wenn man entsprechendes Material hat, da können wir gleich nochmal drauf eingehen. Genau. So, ich denke mir mal an der Station, wir sehen auch hier das Gesamtkonzept auch hier mit der Soundbar. Dass ihr dann praktisch auch mit dem, direkt mit dem TV zusammenarbeitet. Ne? Ja, wir und haben ja immer mehr mit dem Q-Sound-System. System. Immer mehr, genau. Hier haben wir eine Soundbar, das Handy. Ja, das ist natürlich eine Einheit, sage ich jetzt mal. Das passt eben alles wie die Faust aufs Auge. Und es wirkt natürlich auch unheimlich aufs Ohr. Ja? Nicht nur aufs Auge, sondern auch aufs Ohr. Und das will man ja. Feist aufs Ohr. Und ja, und das Ganze ist, wie gesagt, auch Dolby Atmos fähig. Ja? Das heißt, da werden wir ja später auch noch auf unserer Tour, werden wir das also auch noch sehen, haben wir eine neue Soundbar. Aber das will ich jetzt nicht, da will ich mich aber jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen, das machen wir nachher. Und aber wie gesagt, lasst jetzt nochmal die beiden Fernseher nochmal auf euch wirken. Wie gesagt, bis 85 Zoll. Ich gucke jetzt gerade nochmal, das fängt ja dann bei 65 Zoll an, 75 Zoll und 85 Zoll. 85 Zoll. Ja. So, dann gehen wir mal weiter. Wir haben jetzt hier, weil wir gerade hier sind, sehen wir hier praktisch eine kleine Webcam. Bei gewissen Modellen kann man diese Webcam nämlich nachrüsten. Es gab, also früher mal wurden ja praktisch die Kameras in den Fernseher integriert. Genau. Das ist gar nicht so lange her, da hatte praktisch jeder Aber Fernseher eine Kamera. Da hat man natürlich diese Persönlichkeitsrechtsbedenken. Ganz genau. Dann hat man die Kameras so gemacht, dass man sie wegdrücken konnte, dass sie nicht filmen, aber letztendlich hat man sie einfach wieder aus den Geräten rausgenommen. Genau, und jetzt ist es so, man kann also die Kamera nachrüsten. Es geht nicht bei allen Modellen, nur bei den neuen. Und kann die Kamera einfach jetzt, ist hinten im Prinzip ist da eine Befestigung mit vorgesehen in den neuen Modellen. Und dann kann man diese Kamera einfach nachrüsten und dann kann man das Büro im Wohnzimmer, also Homeoffice, genau, ist eigentlich kann man Business, dann nutzen und kann dann da sagen wir, seine individuelle eigene Videokonferenz halten. Ja, man sieht das ja hier auch live, wir werden hier gerade gefilmt. Ja, achso, wir sind live im TV, sehr gut. Bisschen unterbelichtet. Ja, das ist jetzt aber wahrscheinlich. Aber sind wir ja eh, ne? Unterbelichtet ein bisschen. Ja. Gut, also das heißt, hier haben wir es nochmal in Weiß, also die gibt es in Weiß und in Schwarz. Ja, dann gehen wir mal weiter. Hier haben wir nämlich die kleinste Soundbar, die zurzeit von Samsung, also das sind die sogenannten S-Soundbars. Die sehen wir also hier. Die sind jetzt auch neuerdings nicht mehr mit, die sind jetzt komplett aus Aluminium, nicht mehr mit Stoff. Mhm. Weil Stoff, man hat ja früher, oder vorher, früher sage ich immer, das war 1800. Nee, wir sind ja mittlerweile im Jahr 2022. Da hat man den Stoff, der hat auch ein bisschen für die Akustik mitgesorgt. Das braucht man aber jetzt gar nicht mehr. Und aus diesem Grund hat man jetzt hier eine Lifestyle-Lösung im Prinzip kreiert, die auch jetzt schön mit, sagen wir mal, im stylischen Weiß und auch im schlanken Design, also hier haben wir es auch nochmal in Schwarz, mit einem Subwoofer, also der jetzt hier steht, auf der Erde, hat man da einen wunderbaren, satten Klang. Man wird es nicht glauben, aber wirklich, das ist wirklich krass, muss man schon fast sagen.
Und man kann auch hier beispielsweise den Samsung Frame damit ausstatten. Ja, der hat ja den Vorteil, dass er wirklich wie ein Bild designt ist und auch zusätzlich entspiegelt ist. Das heißt, man hat das vielleicht eben ein bisschen gesehen, die meisten Fernseher haben nach wie vor eine Hochglanzoberfläche. Ja. Diese Oberfläche ist entspiegelt, das heißt, auch wenn man schräg drauf guckt, hat man nicht diese Spiegelung im Bild. Das ist nicht nur genau, das ganz ein Vorteil, wenn er ein Bild zeigt, er kann ja bei Lichtgebrauch einfach ein Bild zeigen. Das ist ja ganz neu, ne? Vorher waren die ja nicht entspiegelt, das ist ja in diesem Jahr, den neuen Modellen. Ja, sie waren so leicht entspiegelt, aber das ist jetzt deutlich entspiegelter. Jetzt richtig. Also das ist jetzt richtig gut entspiegelt, das ist auch wirklich ein großer Vorteil. Und das ist zum Beispiel auch für einen kleinen Konferenzraum oder für eine kleine Kantine ist das natürlich auch eine super Lösung. Man kann jetzt im Prinzip praktisch auch hier ein Bild anzeigen und man hat aber auch die Möglichkeit, natürlich alle möglichen Informationen einzublenden. Es ist ein vollwertiger TV mit sagen wir mal einem Triple Tuner und ja, man kann es sehr gut integrieren, wie gesagt, in eine Wohnwelt. Oder wenn es darauf ankommt, dass es eben besser aussehen muss. Ja? Ja, also das ist zum Beispiel für mich privat ganz interessant. Ich habe nämlich auch so einen Fernseher, so einen Kaminsims. Und da passt so eine dicke Soundbar einfach gar nicht drauf. Vielleicht können wir die gerade nachher abbauen. Genau, in schwarz brauche ich die. Okay, wir nehmen sie in schwarz. Denn dann kann man die nochmal ganz elegant drauf tun. Gut, also die anderen Varianten, hier sehen wir jetzt auch nochmal einen Stoff. Das sind ja die ganzen Vorgängermodelle. Und ach, hier sieht man das übrigens nochmal sehr gut. Ja, wenn man das Gerät ist nicht entspiegelt und das hier ist entspiegelt, da sieht man das nochmal recht gut, den Unterschied. Und man hat jetzt hier einen Staffeleifuß. Wenn man so schräg draufguckt, dann sieht man halt hier die Spiegelung und da ist das Bild leicht matt. Genau. Und jetzt hier, wie gesagt, wie in einem Atelier, hat man jetzt hier einen Staffeleifuß, der also jetzt hier auch sehr elegant natürlich wirkt und man kann es dann auch hier wie ein richtiges Bild, man kann hier verschiedene Rahmen aufstecken. Das ist also genau, verschiedene Farben und dann kann man das mit diesem Staffel. Das ist so ein Clipsystem, das hält von selbst und das ist schon eine schöne Designlösung. Verschiedene Farben für die eigene Farbgestaltung. Eine neue Wandhalterung, die es jetzt gibt, nämlich genauso wie bei dem Samsung Flip. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Kennst du den Samsung Flip? Das ist ja praktisch im Business-Bereich, ist das ja das digitale Whiteboard. Ja. Und genau das haben wir jetzt hier auch. Wir haben jetzt hier eine drehbare neue Wandhalterung. Ja, mal rotierende Wandhalterung. Genau, und dann kann man diesen Fernseher auch hochkant. Oder man kann ihn wahlweise hochkant oder auch im Porträtformat installieren. Die hängen hier, kann man das ausnehmen? Oder? Ich weiß nicht. Hier das steht. Könnte sein. Und dann müssen wir, aber da liegt oben eine Fernbedienung drauf. Ja, da wollen wir jetzt nicht uns dran. Das ist wahrscheinlich nicht sehr gut, aber das ist jetzt hier die schwenkbare Wandhalterung. Und hier sehen wir auch auf einen Blick austauschbare Rahmensysteme, das sind nämlich die für den Fernseher. Also hier am meisten geht natürlich weiß und tief. Und alle anderen, ob das jetzt der Rotter ist oder ob das jetzt mal schwarz ist oder schwarz, das ist eben Ermessungssache, was man eben jetzt genau für sein Ambiente bevorzugt. Hier gibt es wohl noch zwei Sonderfarben, wie ich das so sehe. Ja, die kann man vielleicht auch mal zeigen, wie das jetzt. Aber ich denke mal, das ist eher genau gezeigt, wie das montiert wird. Also das ist hier, wie gesagt, magnetisch. Ja? Und es ist auch da deshalb auch sehr, sehr schnell montiert und sehr einfach vor allen Dingen. Und da muss man jetzt nicht unbedingt studiert haben. Ich meine, es ist gut, wenn man studiert hat. Kann man auch nicht zerbrechen. Aber ne? Man muss es nicht unbedingt. Gut. Ja, gehen wir mal weiter. Boxen, die ziehen mich jetzt eigentlich weniger.
haben. Ja, hier haben wir aufgebaut, und zwar, da kennst du dich ja besser aus mit HIGIG, kennst du dich ja besser aus. Du bist ja der Spielende unter uns beiden. Ja, also klar, wir haben ja einen neuen TV-Standard bekommen mit HDR. Ja. Beamer-Fans wissen, wie kompliziert das Thema ist, denn HDR stellt sehr viele Herausforderungen an den Schwarzwert eines Geräts, an die maximale Helligkeit eines Geräts, an den Innenbildkontrast und, und. Und bei Spielfilmen ist das ein Thema, bei Gaming ist das nochmal ein anderes Thema. Da hat man ja nochmal andere Schwerpunkte. Man will ja, das soll ja nicht nur gut aussehen, das Spiel, sondern man will auch effektiv und erfolgreich spielen. Und da gibt es immer natürlich Gefahren, dass gerade bei HDR, wo auch die Schattendurchzeichnung sehr subtil ist, Bilder eher im Schwarz versinken. Also das ist eigentlich das Spielerlebnis leidet unter der Bildqualität. Und HGIG ist ein Standard, also ein HDR-Standard, der für Gaming optimiert ist. Das ist von Sony und Microsoft ins Leben gerufen worden und das wird auch von Samsung adaptiert. Und dann kann man den Fernseher nicht nur in der Framerate, das kennt man ja jetzt schon mit HDMI 2.1, dass man höhere Frameraten fahren kann, niedrigen Input leckert und so weiter. Nein, dann kann man auch die HDR-Darstellung tatsächlich in Echtzeit so anpassen lassen, dass eben auch die Spielqualität und das Spielerlebnis richtig wird. Also sagen wir mal so, dass wenn du in der Küche bist, dass du alles erkennst, die Oma und das Spiel. Ja, genau. Also es ist praktisch eine Art dynamisches HDR für Gaming. Dynamisch. Ja. Ja, also das heißt also auch, sagen wir, dass man die dunklen Bereiche, genau, dass man da, sagen wir mal, Silhouetten oder dass man da, sagen wir mal, das Letzte herauskitzeln kann. Das kann man in der Regel auch noch mal das konfigurieren. Gerade beim HDR hat man ja, genau, einen größeren Farbraum. Richtig, und mehr Dynamikraum. Mehr Dynamik und da kannst du natürlich dann Dinge ans Tageslicht holen, was eigentlich gar nicht da ist. Also Ziel ist eigentlich, dass die Bildqualität noch mal deutlich authentischer wird, ohne dass es schwieriger wird zu spielen. Ja. Aber sag mal so, wie viel Zoll würdest du dir denn jetzt zulegen? Zum Gaming? Also wenn du ich bin ja kein Profi-Gamer oder so. Aber wenn du es jetzt bei mir auch liegt so der Fokus schon im Spielspaß. Ich glaube, die Profi-Gamer, die zocken eher auf kleinen Geräten, weil sie mit der Nase dran sind und alles im Blickfeld haben. Richtig. Aber je größer das Bild ist, desto mehr Spaß macht es. Aber es ist auch, je größer das Bild ist, desto schwieriger ist es tatsächlich. Weil man einfach ein viel größeres Bild verarbeiten muss. Wir haben hier zum Beispiel auch, was ich nochmal vielleicht dazu sagen muss, weil das hier die Gamer auch immer wieder interessiert, der Input-Lag. Der ist nämlich hier auch sehr gering gehalten. Ja. Ja, also der ist wahnsinnig gering. Ich weiß jetzt leider nicht den Wert, aber ich weiß, dass es hier Gaming-Einstellungen gibt, also Gaming-Modis. Und da geht es zusammen mit dem HGIG oder wie heißt das genau? Ja, und ja, also dem. Ja, ja, richtig. So heißt das, ne? Mhm. Und wie gesagt, das ist jetzt hier alles mit drin. Und ich gucke jetzt gerade nochmal, das war jetzt hier der. Steht da hier der Input-Lag? 95B. Und das dürften ja dann die 144 Hertz Panel sein. Und zwar nochmal, das ist vielleicht nochmal ganz interessant für euch. Ab dem Q70A, da sind in den Samsung Panels 100 Hertz verbaut und ab dem QN95, also jetzt hier, wir sind jetzt im Jahr 2022, da heißt es nicht mehr A, sondern B. Also das heißt, das Jahr hat sich geändert und da wird einfach dann hinter der Zahl, wird dann einfach der Buchstabe hochgezählt und da sind wir jetzt mittlerweile, heißt dieser Fernseher QN95B und der hat dann auch hier diese Neuerungen drin, die jetzt für das Gaming entsprechend sind. Und wie gesagt, ab dem Q70 haben wir schon 100 Hertz Panel und ab dem QN95B haben wir einen 144 Hertz Panel. Also nur mal darauf einzugehen, dass natürlich auch der Speed und die Bildwiederholfrequenz und die Bewegungsschärfe hier natürlich unheimlich hoch ist.
Je höher die Frequenz ist, desto mehr Bewegungsschärfe kann man abgeben. Ganz genau. Das heißt, auch bei schnellen Spielen und schnellen Bewegungen hat man einfach mehr Schärfe im Bild. Richtig. Und jetzt möchte ich euch schon mal auf das Highlight hier im, auf dem Summit 2022 von Samsung vorbereiten. Da werden wir nämlich jetzt als nächstes hingehen. Und das haben wir nämlich hier, kommt jetzt gerade mal mit. Beziehungsweise, ich darf eins nicht auslassen. Und zwar haben wir hier den Samsung Terrace. Den sollten wir auch noch mal zeigen. Und das ist, den hätte ich natürlich auch gern, muss ich zugeben. Das ist, wenn du einen Weber-Grill hast und wenn du schon die größte Gardena-Verrieslungsanlage besitzt und wenn du, was kannst du noch alles haben? Ja, auf jeden Fall braucht man eine schöne Terrasse. Du brauchst auch ein gutes Bild und bei sonniger Helligkeit, sagen wir mal bei 33 Grad oder manchmal haben wir auch 35, weiß nicht wie viel, was waren deine Höchstwerte im letzten Jahr? War es ja nicht so warm. Im letzten war es nicht so warm. Aber da hat es viel geregnet und auch da, ja. Der ist nämlich wetterfest und der ist... Samsung stellt auch Staubsauger her. Genau, Samsung stellt auch Staubsauger her und das werden wir jetzt auch gleich, vielleicht schwenken wir mal, das weiß ich nicht, ob wir das dürfen. Aber naja, aber bleiben wir bei dem, er ist halt wetterfest, das ist tatsächlich ein Outdoor-Fernseher. Ja. Sprich, wenn man den Grillabend mit dem Fußballabend kombinieren will. Du, und nicht, der spricht auch mit dem Staubsauger, mit also, diesem okay. neuen Konzept. Macht ja. automatisch lauter, wenn der Staubsauger Richtig. Ist. Aber wir sehen jetzt hier, wie gesagt, 75 Zoll. Ja. Könnte ein bisschen größer sein. Genau, aber also 75, also es fängt ja bei 55 Zoll an, 65 Zoll, 75 Zoll, das ist das Maximum. Und hier, wie gesagt, haben wir in der Spitze bis zu 4000 Nit, also bis zu 4000 Nit. Also, und das bei erst mal kurz zu erläutern, draußen haben wir viel mehr Helligkeit, die Sonne scheint. Und je heller die Sonne scheint, desto weniger erkennt man, das kennt ja jeder vom Handy, wenn man da aufs Handy guckt, in prallen Sonne sieht man fast nichts. Je heller das Gerät ist, desto mehr kann es sich gegen Tageslicht durchsetzen. Und deshalb ist bei so einem Gerät die Helligkeit besonders wichtig. Was halt besonders helles und gleichzeitig also wetterfestes Display. Aber das ist auch bis minus 30 Grad. Na gut, da habe ich aber resistent. Keine Lust mehr zu gucken draußen. Weil minus Man 30 sollte Grad. Natürlich da trotzdem auf der Terrasse ein schattiges Plätzchen suchen, weil dann das Bild umso optimaler ist. Und wir haben auch hier... Genau. Alle möglichen Konnektierungen, also sogar HDBaseT. Das heißt also, da kann man im Prinzip, wenn man einen Transmitter hat, kann man hier direkt mit einem Cat7-Kabel sich hier praktisch anschließen. Ist vielleicht auch für die Gastronomie ganz interessant, um da ein 100-Meter-Kabel zu verlegen. Das ist überhaupt kein Problem in diesem Moment. Und wir sehen auch hier die Soundbar, die LST 7, 70, LST 70 meine ich. Steht das irgendwo? Das steht jetzt, glaube ich, hier nirgends. Nein, dann vertrauen wir mal deinem. Hier steht es, LST, ich war doch am Anfang richtig, LST 7T. So, und das ist eine Soundbar, die auch im Prinzip wasserresistent ist. Die kann ich im Prinzip auch... neben dem Swimmingpool ja, praktisch irgendwo integrieren, bitte nicht unter dem Wasser, ne, weil wir haben ja hier also Vorsicht Stromschlag. Aber trotzdem, man kann natürlich hier irgendwo eine Ecke integrieren und kann da die Soundbar. Da sieht man es ja, es ist also Beamer, Spritzwasser geschützt. Ja, es ist alles Spritzwasser geschützt. Und eine prima Idee und auch sehr erfolgreich, muss ich sagen. Also auch bei uns. So, schön, ich gehe ja. nochmal aus dem Bild. So viel zu dem wetterfesten Samsung The Terrace. Aber das System ist. So, jetzt ein Highlight. Du hast noch das Highlight. Das ist das Highlight. Und da ist und alles. Das ist wahrscheinlich hier. Das haben wir gleich. Aber vorher ziehen wir nochmal den QN900B. Auf den Buchstaben zu achten am Ende. Hier haben wir jetzt einen 85 Zoll
Und was man hier mal sieht, es ist wirklich ein, das ist mal ein Gerät, das ich wirklich auch mal als rahmenlos bezeichnen würde. Also richtig. Hier, rahmenlos werden die Geräte schon lange bezeichnet. Meistens haben sie aber immer noch so 5 mm schwarze Einrahmung. Aber hier geht das Bild jetzt wirklich bis auf 1 mm an den Rand. Und das wirkt gerade in so einer Größe dann auch nochmal rein optisch wesentlich eleganter, meiner Meinung nach. Ja gut, und jetzt sieht man auch jetzt schon mal die Bilddetails. Also das sind wahnsinnig, sagen wir mal, feine Impressionen jetzt hier in 8K in einer riesigen Auflösung. Und wir haben jetzt hier auch den Quantum 8K Q-Prozessor von Samsung mit drin und der auch jetzt mehr neuronale Netzwerke versteht, also die rechnen kann. Das ist ja hier die Schwierigkeit, dass bei so einer riesen Auflösung die Geschwindigkeit, dass das alles noch, sagen wir mal, Also das unterschätzen ja viel. Wir haben ja hier wirklich 8K Auflösung und viele Bildsignale, die kommen ja gar nicht in 8K, die kommen nur mit einem Viertel der Auflösung oder nur einem Zehntel der Auflösung, je nachdem, was man, wenn man Full HD und so weiter. Und dann muss das in Echtzeit hochgerechnet werden. Das sind extrem viele Rechenschritte, die da gemacht werden, unterschätzt das. Schlechtes Bild wird hier verbessert oder sagen wir mal perfekt gemacht, perfektioniert. Ja. Und das ist eben, wie gesagt, hier durch diesen neuen Prozessor jetzt möglich. Denn das muss man sich mal vorstellen, man hat bei 4K hat man, bei Full HD hat man 2 Megapixel, um mit Kameras zu reden. Bei 4K hat man 8 Megapixel und hier sind wir bei 32 Megapixel. Ja. Und das ist natürlich dann eine extrem hohe Auflösung, die in Echtzeit so verarbeitet wird, mit bis zu 120 Hertz. Dann. Genau. Und hier haben wir auch eine wahnsinnig hohe Helligkeit, das müsste dann auch HDR 2000, könnte auch 4000 sein. Das gucken wir mal gerade. Guck mal, wie steht das hier? Ich denke, das sind 4000. HDR 4000. Aber das ist das 65 Zoll Modell, ne? Also das 65 ist 3000. Genau. Also das Topmodell hat HDR 4000. Ja. Und das sieht man auch, ne? Wir sind jetzt ja hier auch in einem relativ hell Tageslicht beleuchtet, also das sind jetzt nicht, Raum. Um das nochmal kurz zu erläutern für die Anfänger, HDR 4000, 3000, bei HDR geht es auch um diese Peak-Helligkeiten. Wenn man jetzt zum Beispiel kleine Details besonders hell abbilden will, zum Beispiel so ein Scheinwerfer-Spot oder ein Polarstern oder Sonnenlicht, dann hat der HDR-Standard nach oben, ist eigentlich die Grenze offen, das geht bis 10.000. Und der Dynamikraum, der geboten wird durch den Fernseher, der wird numerisch festgehalten. Das ist Minimum eigentlich 1000, obwohl er am Anfang und geht dann über 2, 3, 4.000. Eigentlich heißt das, je höher diese Zahl ist, desto heller können diese Highlights abgebildet werden. In der Durchschnittshelligkeit werden diese Zahlen eigentlich weniger erreicht, nicht 4.000. Auch der ist jetzt nicht bei 4.000 Nits im Betrieb, das wäre auch sehr, sehr hell. Aber er kann tatsächlich diese Helligkeiten umsetzen für HDR und das ist ein großer Vorteil tatsächlich von der QLED-Technologie gegenüber der OLED-Technologie. Ja. Also hier sind wir jetzt immer noch bei Samsung Neo QLED oder QLED 8K. Genau. Und jetzt, also hier ist der Fokus, hast du bei diesen Geräten ist der Fokus praktisch auf Helligkeit, Auflösung und Farbwiedergabe. Genau. Und jetzt habe ich was gehört oder man munkelt oder man die Spatzen pfeifen es von den Dächern. Ich glaube, Samsung hat es ja selber schon angekündigt. Es soll Samsung OLED. Genau. Das kann doch gar nicht sein. Oder doch? Doch, das hat er tatsächlich, der steht ja auch hier. Und ach, da. Samsung. Ach du, guck mal, da ist er. Ah, da ist er. Hier, das ist doch jetzt. Der Kai ist manchmal, ein bisschen langsamer. So. Jetzt schließt praktisch Samsung eine, man könnte so sagen, auch eine Image-Lücke. Denn das kennt jeder, der so ein bisschen sich mit der Fernsehszene ausgibt. Es gab immer die LG OLEDs und die Samsung QLEDs und die wurden natürlich immer auch gegeneinander ausgespielt. Helligkeit gegen Kontrast und. Jetzt hat Samsung seine eigene OLED-Technologie, die tatsächlich Samsung auch einfach nur
OLED nennt. Im technischen Detail unterscheidet sie sich aber natürlich von der Technologie, die LG einsetzt. Du, ich habe jetzt ja schon im Vorfeld, waren ja da schon andere Experten am Diskutieren. Und was sagst du jetzt zu diesen Experten, die gesagt haben, dass dieses absolut krasse Top-Bild wäre nicht gut genug? Ja, es ist immer so eine Frage des Maßstabes. Also wir erläutern mal die Technologie kurz vorab. Ein OLED-Fernseher hat ja tatsächlich, man kann sagen, so viele leuchtende Punkte, wie er Pixel hat. Es gibt nochmal Subpixel, aber die Auflösung leuchtet tatsächlich pixelgenau von selber. Dadurch ist ein OLED in der Lage, schwarze Partien extrem... So, wo waren wir stehen geblieben? Genau, also die OLED-Technologie, da leuchten die Pixel praktisch selber. Und so ist es möglich, sehr dunkle Partien direkt neben sehr hellen zu haben. Dadurch ist der Inbildkontrast höher als bei zonenbasierten LCD-Fernsehern. Dadurch ist die OLED-Technologie zu so extrem hohen Inbildkontrasten in der Lage. Gleichzeitig ist die OLED-Technologie eine absolut blickwinkelstabile Technologie. Das heißt, das Bild ändert sich nicht, auch wenn man schräg drauf guckt, von oben oder von unten. So ähnlich wie die alten Plasmafernseher, die waren auch absolut blickwinkelstabil. Und das sind eigentlich so die Vorteile von der OLED-Technologie. Nachteile von der OLED-Technologie waren immer die maximale Helligkeit. Das ist auch eine Technologie, die Strom braucht. Und je höher die größere die helle Fläche ist, desto weniger Helligkeit ist möglich. Ist also dunkler als... Aber dafür haben wir jetzt ja Good News. Genau, und da kommen wir jetzt drauf an. Jetzt kommen wir auf die technische Besonnenheit ein. Gehen wir darauf ein. Samsung OLED-Technologie funktioniert etwas anders als die bisherige OLED-Technologie. Und zwar kommen hier ausschließlich blaue LED-Punkte zum Einsatz. Eigentlich leuchtet die Hintergrundbeleuchtung komplett blau. Und vor diese blauen Leuchtpunkte sind jetzt diese Quantum Dots wieder gesetzt. Das sind dieses kleine Farbfilter. Und kommen ja auch bei der QLED-Technologie zum Einsatz. Und diese kleinen Farbfilter sind zu besonders intensiven Farben in der Lage. Und hierbei handelt es sich jetzt um ein echtes RGB-System. Das heißt, jeder Subpixel, es gibt drei Subpixel, rot, grün und blau. Und es gibt keinen weißen Subpixel wie bei der anderen OLED-Technologie. Und dadurch addieren sich die Farben halt bis zu diesen 1500 Nits durch eine echte RGB-Summation. Und dadurch können auch Farben heller abgebildet werden. Wir kennen das aus dem Beamer-Bereich unter dem Color Light Output, nicht? Die Farbhelligkeiten, das ist bei Beamern ja auch immer ein Thema. Und sozusagen betont Samsung, dass eben die Farbhelligkeiten von diesem Gerät hier absolut authentisch sind und deshalb auch sehr intensive Farben mit sehr viel Helligkeit kombiniert werden können. Und die absolute Helligkeit in Weiß wird mit 1500 Nits maximal angegeben, was auch ungefähr doppelt so hell ist wie bisherige OLED-Technologien, mindestens 30% heller. Das heißt, es soll eine besonders helle und besonders farbenintensive Wiedergabe sein. Hier verspricht Samsung tatsächlich 100% DCI-P3. Und 100% DCI-P3, das kennen wir für die Spielfilme, das ist der Kino-Farbraum bei bis zu 1500 Nits und pixelgenauem Kontrast. Das sieht man ja schön in der Demo, das ist schon eine Hausnummer. Das muss man alles mal messtechnisch überprüfen. Ja. Aber man sieht das hier schon, dass also wirklich das schon ziemlich atemberaubend ist. Und ein Thema noch, ich glaube, da wolltest du drauf. Genau. Es wurde jetzt hier im Vorfeld viel über diese Technologie gesprochen. Es gab wohl schon Prototypen von Monitor-Varianten. Und da wurde, das ist gar nicht so ein neues Thema, kennt das auch von den Handy-Displays, da war schon mal vor ein paar Jahren Thema, da wurde die Pixel-Anordnung diskutiert. Denn die ist nicht in Zeilen und Spalten, sondern die ist leicht diagonal. Und wenn man tatsächlich mit der Nase am der Screen ist, was man vielleicht bei einem Computermonitor auch hier und da mal ist, dann kann man leichte Farbsäume erkennen. Aber bei einem Fernseher, meiner Meinung nach, ist das absolut zu vernachlässigen. Eigentlich komplett uninteressant. Tatsächlich kann man, wenn man nicht gleich das Samsung-Logo eingeblendet wird, man kann tatsächlich minimale Farbsäume erkennen. Also ich meine, ich weiß ja... hier Ecki, sieht man die, Ecki, ich aber weiß, von da hinten, also schon aus einem Meter... Ich weiß ja, dass du so zu Hause Fernsehen guckst, ja, aber ich eben, das wollte ich dir ja noch abgewöhnen, dass du mindestens einen Abstand von einem Meter, also so jetzt wie jetzt also hier... Also darauf wollte ich gerade hinaus, ich gucke aus einem Meter, nicht aus zehn, und da ist das, also von dir ist das für mich schon gar kein das Thema mehr. Das ist überhaupt nicht zu erkennen, also das ist die absolute Innovation, ja.
würde ich jetzt. Also da müssen wir das Gerät mal direkt. Auch wenn jetzt Samsung die ganze Zeit uns ihre Staubsauger präsentiert, genau, im Hintergrund, muss ich sagen, Leute, das ist eigentlich mein Zweitfernseher. Also ein 85 ja. Zoll, dann ein Samsung The Premiere 2020 Ultra Kurzdistanzprojektor, den sehen wir ja später auch noch. Aber eins noch, es gibt ihn nur bis 65 Zoll. Ja. Er ist natürlich jetzt für all diejenigen, die wirklich auf Schwarzwert, Inbildkontrast und Blickwinkel viel Wert legen. Ich sag dir, weniger auf die Bildgröße, weil nur bis 65 Zoll. Weißt du, was hier das absolute Highlight ist überhaupt? Ja, was denn? Schau denn dir mal von der Seite an. Ja. Dann wirst du, das ist sowas von hammermäßig. Das muss die Kamera jetzt mal Ruhe einfacken, weil das ist dünn. Ja, das ist ein Vorteil von OLED natürlich auch. Das ist, wie würdest du es beschreiben? Ja, das ist ein Ausdruck. Die Anschlüsse befinden sich ja auf der rechten Seite. Ja, genau. Wir haben jetzt hier hinten die Ansteuerung, also das weitaus voluminöste an der ganzen Technik ist eigentlich die Elektronik. Die muss immer noch irgendwo hin. Elektronik, ja, und der Standfuß. Aber ansonsten sehen wir hier, das sind, wie viele Millimeter dürften das sein? Ja, so 4, schätze ich mal, 4 bis 4 Millimeter, ne? Also mehr hat es nicht. Und das ist schon, also meines Erachtens allein schon ein absoluter Hingucker. Ja. Und die Bildqualität, die ist, sagen wir mal. Ja, genau, die schon OLED kennen, die wissen ja die Vorteile und man muss sich das jetzt noch heller und kontraststärker vorstellen. Wahnsinn. Und wir haben jetzt hier auch die schlanke Soundbar. Die hat man jetzt eigentlich überhaupt nicht entdeckt. Genau. Weil der Subwoofer, der ist ja dann auch hier etwas versteckt. Den kann man ja eigentlich im Raum irgendwo hinstellen. Und wir sehen jetzt hier, wie gesagt, auch, was ich auch gut finde bei den Fernbedienungen, wobei ich jetzt hier eine einfache habe. Vielleicht habe ich auf der anderen Seite mal eine. Genau, Kameramann gibt mir eine. Nee, auch nicht. Ich glaube, die sind alle schon mitgenommen worden von den. Ich gehe gerade mal aus dem Bild. So, hier haben wir eine Fernbedienung. Und zwar, das finde ich ja ganz klasse, dass man auch ein bisschen nachhaltig denkt. Und zwar, ich habe nicht nur den USB-Anschluss. Ich habe nicht nur den USB-Anschluss zum Aufladen der Fernbedienung, das ist ja immer ein leidiges Thema, wenn gerade die Batterien alt sind. Ich habe auch hier meinen Solarpanel. Das finde ich ganz stark. Kann ich da auch in mein Auto mit aufladen? da kommen wir später dazu. So, ich lege die Fernbedienung wieder weg, bevor der Sirene angeht oder der Alarm. Ja. Ich bin wieder da. Ja, also vielleicht noch eine Anmerkung. Ich glaube, dieses Display wird auch anderen Herstellern zur Verfügung gestellt. Das heißt, man wird diese neue OLED-Technologie schon auf breiter Front kennenlernen. Mhm. Ja, also das ist mit Sicherheit, ist das in diesem Jahr, werden wir das öfters sehen und erleben. Und dies erleben können, dies live erleben können, das sind die Glücklichen unter uns. So, dann gehen wir eine Station weiter. Ich glaube, hier haben wir alles gesagt, oder? Ja. Oder fällt dir noch was ein? Wir können mal kurz vielleicht mal hier drüber schwenken, mal über die Seite. Das sind im Prinzip alles die Modelle, die hier das ganze Jahr über schon für uns bekannt waren und die einfach nur, sagen wir mal, in. Die haben jetzt auch alle das B, dass man sieht, dass das eben ins im Jahre 2022 auf den Markt kam. Was ich, das sehen wir jetzt hier nicht, nee, das ist schon abgebaut. Ja, also wie gesagt, hier, das sind die alle herkömmlichen bekannten Modelle. Da ist jetzt eigentlich weiters nichts dazu zu sagen. Nur wieder, dass eben, also das ist jetzt hier der Q64, der dürfte jetzt ab dem Q70, habe ich gesagt, haben wir 100 Hertz. Da fängt es dann an, in die professionelle Schiene zu gehen, wo dann auch das Bild dann dementsprechend schnell dargestellt werden kann. Und hier haben wir den QN85B, also der ist jetzt schon
Das ist schon ein QLED, dürfte dann ein 4K sein. Und was haben wir hier? Das ist der QN95B. Den hatten wir aber hier vorne schon mal gesehen, wie wir bei dem HGEG, bei dem Spielstandard, waren mit der Spielefunktion. Und das ist jetzt im Prinzip eine andere Größe. So, dann gehen wir mal hier hinten an die nächste Station. Hier sind wir jetzt im künstlerischen, im Atelier. Hier sind wir direkt im Atelier. Hallo, hereinspaziert. Hier geht es um Kunst. Hier sieht man nochmal sehr gut den Frame, der ja komplett gespiegelt ist. Und links das Modell ist noch deutlich spiegeliger. Genau. Und dieses Matte-Display sind natürlich gerade, wenn man ihn wirklich als Bilderrahmen benutzt, große Vorteile. Ja, und es gibt hier beispielsweise, für alle die das nochmal wissen möchten, es gibt also 85 Zoll, also von den Bildschirmgrößen, Bildschirmdiagonalen gibt es der größte, gerade hier für den Konferenzraum oder für die Kantine oder für sonstige Informationen, die man vielleicht nicht nur zu Hause, natürlich ist er auch im Eigenheim, also zu Hause hat man ja immer die bessere Technik wie in der freien Wirtschaft, ja, also da stehen die dicksten Prozessoren, die dicksten Grafikkarten, das hat man nicht mal irgendwo in der freien Marktwirtschaft, im Büro. Da arbeitet man ja meistens noch mit alten Systemen. Aber hier haben wir jetzt hier den Samsung TheFrame LS03B. Den gibt es in 85 Zoll, 75 Zoll, 65 Zoll, 55 Zoll, 50 Zoll und 43 Zoll. Das bedeutet, man kann auch da, jetzt wenn man eine Bilderwand macht, kann man da verschiedenartig das Ganze kombinieren, ob jetzt hochkant, also wir haben, ich weiß jetzt nicht, das wäre jetzt auch ein drehbarer The Frame, aber der ist jetzt in diesem Moment leider, da liegt auch die Fernbedienung drauf, glaube ich nicht drehbar. Der ist fixiert, also hier können wir es leider nicht sehen. Ja, ein Punkt noch, Fernseher werden ja immer größer, jeder möchte möglichst großen Screen haben. Problem ist, wenn man so einen 85 Zoll Fernseher daheim im Wohnzimmer, und man hat ihn nicht an, dann hat man so ein schwarzes Monstrum. Und dafür ist eigentlich der Frame auch eine schöne Lösung. Da kann man nämlich einfach auf ein Foto oder ein Bild umschalten und dann verschandelt er das Wohnzimmer bei Nichtgebrauch auch genau. Nicht. Genau. Und wir sehen jetzt auch nochmal hier in der Grafik, was da geändert wurde. Also hier sehen wir die Struktur der Oberfläche jetzt ganz neu. Dass die so ein bisschen vertieft sind. Also hier wird im Prinzip sagen wir, das Bild geschützt. Der eigentliche Pixel wird hier geschützt. Und ja, man hat etwas weniger seitlichen Blickwinkel. Aber wenn ich jetzt hier sagen wir mal, den Samsung TheFrame sehe, der nicht entspiegelt ist, selbst wenn ich einen Blickwinkel habe, erkenne ich nichts, weil die ganze Reflexion drauf ist. Ne? Und das gilt eben nicht nur für die Fotos, sondern auch beim Fernsehen ist das ein entspiegeltes Bild. Eigentlich gerade wenn man ein helles Wohnzimmer hat mit einer breiten Fensterfront, ist ein spiegeltes Display ein großer Vorteil. Ich persönlich habe eigentlich nie verstanden, wieso die Fernsehhersteller sich davon so wegbewegt haben. Denn sie waren früher schon mal entspiegelt und wurden dann irgendwann nicht mehr entspiegelt. Und jetzt geht man wieder hin zu den Entspiegelten, was meiner Meinung nach der richtige Schritt ist. Ja. Aber hier habe ich jetzt gerade nochmal das gezeigt, also hier mit dem sogenannten Wohnzimmerambiente. Ja. Also keine Angst, das ist jetzt nicht vom Friseur so eine Haube, sondern das ist jetzt ein Licht. Das soll jetzt also hier zeigen, wie, sagen wir mal, jetzt hier die Anti-Reflexionsbeschichtung wie sie arbeitet. Und wir sehen, wir können immer noch die Nachrichten gucken oder, ja, also man sieht auch hier, dass auch der Kontrast hier nicht leidet. Wir haben hier auch durchaus auch Kino-Feeling, würde ich sagen. Ja, also das ist wirklich... Aber hier ist es so, das ist auch hier kein Direct-LED, also wir haben hier keine
Also als Backlights keine LED, sondern wir haben jetzt hier Edge-LED. Das heißt also hier seitlich ist die Backlight-Beleuchtung verbaut. Das für die Profis heißt das immer so ein bisschen weniger Kontrastumfang. Es ist also eigentlich schon mehr ein Wohnzimmermodell für die Wohnraumintegration. Weniger für die absoluten Bildpuristen. Das macht momentan die Professionalität aus. Ja? Wir haben jetzt die ganze Zeit auch diese ganzen Top-Fernseher. Ja. Die haben ja alle praktisch noch mehr Mini-LEDs, sodass man auch die Zonen noch feiner. Also die Zonen werden immer kleiner bei den Backlight-LCDs und dadurch können die Partien, die dunklen, immer kleiner werden und der Inbildkontrast kann gesteigert werden. Genau, und du erhältst damit noch mehr Bildinhalte und Details. Und du kannst natürlich auch detailgenauer diesen Kontrast steuern. Ja, weil hier geht's also ja um Steuern. Das ultimative Testbild ist dann immer ein Sternenhimmel. Das war eben auch kein Zufall, dass man das bei dem OLED-Fernseher Sternenhimmel gesehen hat. Denn da kommen die LCDs meistens in ihre Grenzen. Wenn die Zonen nicht klein genug sind und in jeder Zone ein heller Stern ist, dann muss die Hintergrundbeleuchtung angeschaltet werden. Und dann ist das Schwarz nicht mehr so dunkel. Und je kleiner die Zonen werden, wenn die Zonen also kleiner sind als der Abstand der Sterne, dann ist dieser hohe Kontrast möglich. Und je mehr Zonen, desto besser. Und ja, mit jeder neuen Generation kommen wir Zonen hinzu. Und der Kontrastgap zwischen OLED und LCD wird dadurch immer kleiner. Genau. Mit dem Vorteil bei LCD für noch mehr Helligkeit tatsächlich. Ja, und da kommen wir jetzt auf eine Insel, und zwar Samsung Serif. Das ist ja auch ein Designer-Fernseher, auch von Designern kreiert und geschöpft. Also wir haben hier den LS01B. 65 Zoll, 55 Zoll, 50 und 43 Zoll. Und hier haben wir jetzt auch, also wir sehen hier auch schon Antireflexion entspiegelt. Wir haben hier eine gewisse Ablagefläche. Ja. Für Blumenvasen. Ja, zum Beispiel. Aber bitte Kunststoff. Und wir haben hier wirklich ein extrem außergewöhnliches Design. Ja, ja, ich glaube also auch, man hat hier auch so ein bisschen die Philosophie verfolgt, dass so ein Fernseher nicht unbedingt von der Wand stehen muss. Ja. Auch von hinten ist dieses Gerät durchaus ansehnlich. Das heißt, man kann den auch mehr in den Raum reinstellen. Gerade bei riesigen Wohnzimmern, bei großen Designerwohnzimmern ist das ein entscheidender Vorteil. Denn da wirken gerade so Geräte an der Wand oft verloren. Also da stellt man auch gerne mal mehr in den Raum rein. Das ist ein Gerät, das kann man einfach besser platzieren. Das ist der gestalterische Gesichtspunkt, der hier natürlich auch eine große Rolle spielt. Und wir haben auf der Rückseite, haben wir ja schon gesehen, das ist jetzt zwar nur ein Imitat. Aber man sieht deshalb hinten keine Anschlüsse und das ist alles verdeckt. Genau, alles abgedeckt und alles geschlossen. Und wir müssen ja dazu sagen, man sieht auch hier, wie das Kabel durch den Fuß geführt wird. Wenn man das jetzt noch geschickter macht mit dem Restkabel, dann sieht man überhaupt keine Kabelzuführung mehr. Das ist schon schön gemacht. Man kann ja auch irgendwo stehen. Und man hat überhaupt kein störendes Kabel mehr. Genau. Und dann, wir haben ja sowieso das meiste. Wir haben ja hier diese ganzen Apps schon integriert. Genau, also so ein Gerät braucht auch gar nicht mehr viele Zuspieler und HDMI-Kabel und so weiter, denn der kann seinen eigenen Content liefern. Ich brauche eigentlich jetzt nur noch Strom. Man braucht nur noch das Stromkabel. WLAN. Genau. Und das dann kann es losgehen, also dann kannst du anfangen zu streamen, bis der Arzt kommt. Also wir haben hier Netflix, Amazon Prime, Sky Ticket wahrscheinlich. Ne? Ja, das und die Fernseher werden ja auch von Generation zu Generation einfach schneller in der Bedienung. Dazun, oder wie heißt das, Dazun oder Datsun? Dazun. Datsun, genau, Datsun. 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 Datsun wir ein bisschen. Und wir haben natürlich auch andere Apps noch, die man da jetzt nutzen kann. Also da ist wirklich großes Angebot, steckt da im System. Und da gibt es ja auch, sagen wir mal, für die deutschen Modelle gibt es Made for Germany, wo da auch teilweise
schon bis zu sechs Monate kostenlose Abos kannst du dir da holen und das ist alles mit dabei, aber das sollte man mal vielleicht, weil sich das ständig ändert, der Funktionsumfang und Inhalt, da muss man mal bei der Samsung-Seite muss man mal nachlesen, wie gesagt, Samsung Made for Germany, was da jetzt im Detail alles drin ist. Und ja, erkundigt euch da bitte. So, dann haben wir hier auf der Rückseite auch wieder einen Designer. Genau, hier sieht man Fernseher. Die Philosophie, ein Fernseher, den man auch von innen betrachten kann. So, den kann man jetzt mit der Fernbedienung wahrscheinlich drehen, genau. Also ich habe jetzt schon mal versucht, das ist wahrscheinlich, das ist elektrisch. Ja? Und da kannst du den Fernseher sogar drehen und ja, mit Sicherheit eine schöne Lösung für das moderne Ambiente. Gut, also wir sehen auch hier, die Bildqualität ist auch hier, wie gesagt, sehr gut. Beziehungsweise, aber man kann ihn ja auch drehen. Es ist natürlich, ja, hier kommt es jetzt mehr auf das Drehen an. Das genau. Wollte ich jetzt nicht anders sagen. Aber trotzdem, es gibt da Fans dafür, die sowas jetzt ganz speziell toll finden. Und da muss man eben, wie gesagt, einfach mal das ganze Thema jetzt mal so belassen. Wir haben jetzt, hier sind wir eigentlich soweit durch. Jetzt haben wir ja, du hast ja gesagt, ab 100 Zoll. Also was mich persönlich freut, ist ja, dass Samsung tatsächlich das Thema Beamer wieder ein bisschen aufgreift. Wir haben ja eben schon gesagt, ab 100 Zoll beginnt das Kino eigentlich. Ja. Hier haben wir erstmal etwas kompaktes Gerät. Jetzt nicht unbedingt, haben wir nicht unbedingt die Heimkinomaschine. Samsung The Freestyle. Aber das ist praktisch das portable Kino, denn ja, man fährt auch mal in Urlaub oder fährt zu Freunden und möchte da auch mal ein großes Bild teilen. Nicht nur zu Filme gucken, vielleicht auch für Social Media oder. Und da hat Samsung tatsächlich... Hier hast du schon das Täschchen dazu. Ja, genau. Da hat Samsung jetzt sich was überlegt. Aber Vorsicht, da ist einer drin. Da ist tatsächlich einer drin, genau. Das sieht schon sehr schön aus. Das ist gut. Aufschrauben. Kann man jetzt so aufschrauben? Sieht rausnehmen. So ein bisschen so eine Tarnausgabe. Ja. So, da ist auch die Objektivkappe drauf. Also hier gibt es ja auch Objektivringe. Dann kann man den Samsung Freestyle auch, sagen wir mal, an der Decke montieren und kann den, wie gesagt, mit verschiedenen Vorsätzen verschiedenartig leuchten lassen. Und was auch wirklich schön gelöst ist, jemand jetzt nicht wüsste, das ist ein Beamer, der würde wahrscheinlich auch sagen, das ist ein Bluetooth-Lautsprecher. Ja. Und das ist er eben gleichzeitig auch. Er ist gleichzeitig ein effektiver Bluetooth-Lautsprecher und Beamer. Hm? Ja, man soll jetzt, sagen wir mal, nicht zu viel erwarten. Ja, natürlich. Also von der Helligkeit her. Das sieht man ja hier schon. Wir haben jetzt hier ein relativ kleines Bild. Hier ist absolut nicht abgedunkelt. Das ist also nichts, um tagsüber eine Fußballübertragung zu machen. Jetzt haben wir hier vielleicht, ich würde sagen, das ist vielleicht vielleicht das 35-Zoll-Bild. Das ist eigentlich der optimale Projektor, um den jetzt sagen wir mal mit im Schlafzimmer an die Decke zu beamen. Und da ist der absolut oder abends im Ferienhaus, nicht? Oder auch im Wohnwagen oder ja, wenn man unterwegs ist oder vielleicht sogar auch am Lagerplatz, wenn man irgendwo ein Bettlaken aufspannt. Das funktioniert super, denn sobald es dunkel draußen ist, kann man mit so einem kleinen Gerät viel mehr Helligkeit erzeugen, als man denkt. Das wird wirklich bis 2 Meter dann hell genug. Sobald die Sonne untergegangen ist, haben wir mit so einem Gerät wirklich Spaß. Und wir haben, und das ist auch der Clou, wir haben hier, kommt das komplett gleiche Betriebssystem drin wie bei den großen Fernsehern. Das ist tatsächlich ein smarter Projektor, tatsächlich, ja. Ja, also wir haben auch hier WLAN-Möglichkeiten, wir können hier streamen. Im Prinzip brauche ich nur ein gutes Hausnetzwerk, was ja heutzutage eigentlich jeder hat. Und das ist auch ein ganz nettes Beispiel. Wie gesagt, jetzt haben wir hier Tageslicht, deshalb sieht das so ein bisschen ausgewaschen aus. Man kann auch direkt an die Decke projizieren. Auch eine schöne Sache, wenn man einfach im Bett liegt und einfach nach oben gucken will. Genau.
Das ist die ganz eigene Form des Heimkinos. Genau so will ich das auch. Ja. Ich weiß nicht, du wirst den wahrscheinlich auch gleich dann bestellen anschließend im 10er-Pack. Ich dachte, du schenkst mir. Ach so, ja, das muss ich mir noch überlegen. Gut, also das heißt, auch hier soll es einen Fuß dafür geben. Ja. Also das sieht man ja dann auf der Webseite, da wird es einige Gadgets geben von Samsung. Die sind ja sehr kreativ in dem Bereich und da haben wir jetzt ja schon das Case, das haben wir schon gesehen. Was vielleicht auch noch ein Gag ist, der stellt sich auch selber scharf, nicht? Ja, das kannst du ja gerade mal zeigen, verstellen, gerade mal. Also, so. Achso, der hat ja hier also extra hier eine Schiene. Guck mal, mit der automatischen Keystone-Korrektur. Der hat hier extra diese Schiene. So. Automatische Keystone-Korrektur, automatisch scharf stellen. Das dauert ein bisschen. Jetzt. Und danach ist er tatsächlich scharf, das funktioniert tatsächlich. Gab schon öfter mal Geräte, die sowas versprochen haben. Hat meistens nicht funktioniert. Und jetzt schieben wir mal ganz dran und dann siehst du auch, dass der jetzt heller wird. Das ist wie bei einer Taschenlampe. So, jetzt sieht man, er macht ja nicht so nur die Schärfe, sondern er macht auch die komplette Bildgeometrie. Wird direkt in Echtzeit korrigiert. Und das natürlich gerade für Plug-and-Play-Lösungen natürlich schön. Stellt man hin, schaltet ihn an und dann macht ein Bild. Man muss nicht auch dran rumjustieren und. Also wirklich. Genau. Also, schön. Das heißt, in dem Moment, wo man verdunkelt oder wenn es, sagen wir mal, so ab 20 Uhr... Naja, also habe ich ja eben gesagt, die Sonne sollte schon weg sein. Es gibt aber dann ist so ein Bild wirklich auch sehr ansprechend. Es gibt mit Sicherheit Heimkino-Fans und Liebhaber, die werden sich auch so einen Projektor vielleicht noch... Ja genau, man möchte ja im Urlaub nicht unbedingt aufs Großbild verzichten. Ne? Ja, also, und das muss ja nicht sein. Ja? Und man hat ja auch heutzutage 5G. Ne? Also genau. Ich habe mittlerweile... habe ich von Telekom das Stream On. Ich will jetzt hier keine Werbung machen, aber seitdem verbrauche ich kein LTE mehr, also beziehungsweise kein 5G. Also ich habe fast keinen Verbrauch mehr und das bedeutet, ich kann jetzt YouTube gucken, nonstop. Ja? Ich kann, sagen wir mal, Netflix, Datsen oder DAZN gucken. Ja? Amazon kann Prime, Netflix, Disney Plus und. Ja, das ich kann im Prinzip streamen, bis der Arzt kommt und habe eigentlich in Wirklichkeit gar nichts verbraucht und jetzt hier so ein Projektor, der wäre natürlich jetzt optimal. Das heißt also, noch ist er ja noch nicht auf dem Markt, man kann ihn zwar schon bestellen, aber der ist ja noch nicht beliefert worden oder noch nicht lieferbar und das soll ja dann irgendwann jetzt demnächst im April soll das soweit sein, ja? Dass die ersten Stückzahlen eintreffen. Und bis dahin würde ich eben sagen, waren schon die, sagen wir mal, die Rückstände oder die Bestellungen, die, wie sagt man da, die Vorbestellungen, die sind ja schon so hoch, dass man, wenn man so etwas haben will für den Sommer, dann sollte man jetzt zuschlagen, weil, wie gesagt, die Stückzahlen sind natürlich gezählt und gering. Ja, das weißt du besser. Wie das immer ist. Ne? Und da muss man, wie gesagt, frühzeitig muss man da planen und dafür sorgen, dass man den dann anschließend hat. Ja, also da sieht man, das soll es ja dann auch später, deshalb auch hier diese Farbblasen. Da gibt es irgendwie so wie so Überzüge, wo man den farblich anpassen kann. Also, auf den persönlichen Lifestyle. Okay. Wie man den jetzt im Wohnzimmer gerne hat und wie man es eben liebt. Aber die sind hier noch nicht. Das ist dann noch. Okay. Nee, das habe ich jetzt hier noch nicht gesehen. Ich gucke jetzt auch gerade mal, ob hier noch irgendwas ist, was ich jetzt noch nicht gesagt habe. Nee, also ich denke, wir haben das Wichtigste, haben wir gesagt. Ja, Heimkino. Outdoor, genau. Mit Vorsicht halt nicht wetterfest. Ja. Aber das ist natürlich auch machbar. Ja, jetzt haben wir hier, ich weiß jetzt nicht, ob wir das einfangen können. Da würde ich sagen, dann lasst uns jetzt gerade mal hier einen Cut machen. Tja, konventionell. Ja gut, ich habe jetzt hier keinen Flash, muss ich nur lauter drehen. Machen wir mal laut. Nee, das ist aber nicht der Trailer. So.
Hier sind wir zurück. Hier geht's jetzt, hier kriegt ihr jetzt Ton auf die Ohren. Und zwar den guten Ton. Gut. Hier ist es ziemlich dunkel. So. Ja. Ja, hier haben wir die Evolution von Samsung, nämlich Q-Symphony Generation 2. Und zwar haben wir hier eine verbesserte Synergie zwischen Samsung TV und Soundbars. Verleiht der Szene einen atmosphärischen Sound. So, ich mach's ein bisschen lauter. Ich gebe euch was auf die Ohren. Ich weiß nicht, wie ihr das natürlich jetzt erlebt, aber hier geht's richtig ab. Das müsst ihr haben, wenn ihr euch hier einen Samsung-Fernseher zulegt, dann sollte der Sound. This is Dolby Atmos, the world's first object-based cinematic audio. With powerful moving audio that transcends from channels to moving around you with 10-point accuracy. Ich weiß nicht, dann geht das nicht da. Dann sieht man dich. Whether the soundscape sets the mood of a scene. Captures the full extent of nature's fury. Ja, gut, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Wie gesagt, das gehört eigentlich zu einem ausgewachsenen TV, gehört das dazu. Und es muss auch kein Samsung sein, muss man dazu sagen. Aber mit einem Samsung Q-Sound-System arbeitet es natürlich intelligent zusammen. Und man kann auch den kompletten Fernseher als Sound in diesem Soundsystem nutzen. Wie gesagt, Dolby Atmos, das ist virtuell und ein sehr, sehr schönes Erlebnis. Gehen wir aber jetzt mal, weil wir können jetzt ja hier nicht mehr sehen, das ist ja mehr jetzt Ton. Und wir gehen jetzt genau, eigentlich sind wir dabei den Punkt, bei einem Kritikpunkt, den ich habe. Der Sound war bombastisch. Ja. Aber das Bild für den Sound war zu klein. Ja, und da haben wir ja vorhin gesagt, bitte nur bis 85 Zoll TV. Und jetzt zeigen wir mal, was ab 100 Zoll genau unser Vorschlag ist und was wir da cool finden. Dann bis gleich. Okay. Ja, lieber Ecki, du hast ja eine Yacht. Ich weiß ja, dass du irgendwo da genau. Saint-Tropez wahrscheinlich, ne, eine Yacht hast. Und ich habe jetzt hier den richtigen Fernseher für dich. Ja, also das ist natürlich schon ein Traum für jeden Heimkino- oder Großbildfan. Denn das ist jetzt ein 146 Zoll Screen, also wirklich eine Heimkinogröße, eine große Heimkinogröße. Und das ist nicht nur einfach ein projiziertes Bild, sondern das ist ein
Display. Eigentlich besteht es aus vier kleinen Displays, die zusammengesteckt sind ohne Rand. Und Samsung hat sowas ja tatsächlich auch schon in Kinos verbaut. Es gibt auch in Deutschland ja dieses Wall-Kino. Das heißt, das ist tatsächlich auch eine Kinotechnologie inzwischen. Und das hat natürlich den Vorteil, man hat die Größe eines echten Kinobildes und gleichzeitig auch die Alltagstauglichkeit eines Fernsehens. Kleiner Nachteil, der Preis ist auch entsprechend. Ich will es gar nicht wissen. Das ist wirklich gut. Ich würde jetzt einfach mal Pi mal Daumen, ob ich jetzt richtig liege. Ich würde jetzt mal schätzen, 200.000. Auf jeden Fall weit im sechsstelligen Bereich. Und der Stromverbrauch muss auch immens sein. Wir stehen hier davor und das hat eine extreme Abnahme. Also man braucht tatsächlich die Heizung nicht anzuschalten, auch im Winter, wenn man dieses Ding hier anhat. Insofern wird er sowohl von den Anschaffungskosten als auch von den laufenden Kosten also auch eine Dimension für sich sein. Unsere Firma ist ja, sagen wir, Luftlinie. Luftlinie vielleicht 30 Kilometer vom AKW. Also ja gut. Gibt es entfernt. Leider ist es aber nicht mehr am Netz. Aber trotzdem, man braucht da einiges an Energie. Ja, und das merkt man auch, aber auch die Helligkeit und sagen wir mal hier die ganz enge, der Pixel-Pitch, ja, der ja hier wahrscheinlich bei einem Millimeter liegt, schätze ich jetzt einfach mal. 0,84 unter einem Millimeter. Ja. Ja. Also das ist wirklich eine tolle Sache, hätte ich auch gern daheim. Richtig. Mal sehen. Was steht denn sonst noch an technischen Daten drauf? Nicht viel eigentlich. Die Größe, die Auflösung ist tatsächlich nur ein 4K. Bei solchen Größen kommt tatsächlich die Auflösung wieder ins Spiel. Aber 4K ist auch hier aus normalen Sichtabständen kein Problem. Ja, das war's eigentlich schon. Ja, Ecki, jetzt zeigen wir doch mal anschließend, wie man das bezahlbar macht. Genau, richtig. Jetzt gehen wir mal zu einer bezahlbaren Lösung. So, und dann gehen wir mal hier jetzt in das Kino, in die Kinolösung von Samsung. Das ist ein sogenannter Laser-TV. Laser-TV ist ein Ultra-Kurzdistanz-Projektor. Das heißt, aus nur wenigen Zentimetern Abstand werden riesige Bilddiagonalen projiziert. Und tatsächlich ist die Bildgröße variabel. Das beginnt bei 90 Zoll und geht bis 120, 130 Zoll. Also wirklich riesige Bilder bei gleichzeitig sehr gutem Kontrast und guter Helligkeit. Und wenn man einen Spezialscreen verwendet, ich weiß nicht, was jetzt hier im Einsatz ist, das scheint, ja, das ist sogar ein Spezialscreen, da kann man das auch in einem Wohnzimmer benutzen. Man muss keinen schwarzen Raum wie hier benutzen, sondern man kann das wirklich im Wohnzimmer tagsüber benutzen. Und sobald es dunkel ist, hat man einfach das absolute Kino erlebt. Das ist praktisch ein Fernsehersatz und ein Heimkino-Beamer-Ersatz in einem. Man muss nicht unter die Decke hängen, der kommt einfach auf den Lowboard. Und ich habe es eingangs schon erwähnt, ein echter RGB-Laser-Projektor. Dieses Gerät hat rote, grüne und blaue Laser und ist deshalb zu extrem intensiven Farben in der Lage. Intensivere Farben als QLED, intensivere Farben als OLED, intensivere Farben als jeder andere Fernseher auf dem Markt. Und es gibt tatsächlich auch schon, ich hatte mal Berichte darüber geschrieben, Filme, die diesen Farbraum nutzen. Es sind noch wenige, aber wenn man so einen Film nimmt, dann hat man wirklich auch mal ein komplett neues Erlebnis, was auch die Farben angeht. Also man muss jetzt hier ganz klar sagen, Leute, ihr müsst verdunkeln. Nur so bekommt ihr so ein Bild hin. Und wir haben ja hier eine CR-Leinwand, die auch wir sehr viel verkaufen. Und hier haben wir im Prinzip die Möglichkeit, auch Streulicht, was wir jetzt hier im Raum ja nicht haben. Genau, wir haben jetzt schon optimale Verhältnisse. Hier sind ja sogar die Wände schwarz gehalten und wir haben jetzt hier Teppich drin. Und wir können hier aber jetzt trotzdem das Streulicht seitlich absorbieren. Und von oben. Und von oben. Und wir haben auch hier kein Bild, was jetzt nochmal an die Decke reflektiert. Genau, das ist hier optimal. Das ist spiegelfrei. Der einzige, der hier an die Decke projiziert, ist hier nochmal ein kleiner Samsung. Man sieht auch, auf der Decke funktioniert das auch super mit der Bildkon. Ganz klasse. Also ja. Ich muss jetzt auch wirklich sagen, hier sieht man jetzt, sagen wir mal, die Anwendung, die ich gesagt habe. Wenn du jetzt gerade am Chillen bist, ja, irgendwo dich hinlegst und du
du stellst den Projektor nebendran und du beamst einfach nach oben. Ja. Und hast den Ton, du hast alles dabei. Ja? Richtig. Und das alles für kleines Geld. Aber zurück hierzu, man kann dieses Gerät durchaus im Wohnzimmer verwenden. Der Samsung zur Premiere, der hat auch das Tizen-Betriebssystem, ja, wie das hier alle haben. Ist also auch ein komplett smartes Gerät. Er hat auch einen eingebauten Triple-Tuner. Das heißt, das ist wirklich wie ein Fernseher. Man kann hier direkt die Satellitenschüssel oder das Kabel anschließen. Und er ist auch seine eigene Soundbar. Denn hier vorne ist ein komplettes Soundsystem integriert. Und dadurch, dass das Gerät so eine gewisse Größe hat, hat das auch schon ein gutes Klangvolumen. Man könnte aber auch, wenn man jetzt Dolby Atmos haben möchte, könnte man auch jetzt so eine Q-Symphony Soundbar, so ein Soundsystem, könnte man auch hier mit einsetzen. Und das könnte man im Prinzip auch nahtlos kombinieren, das Ganze. Aber wir sehen hier auch nochmal den absolut kurzen Abstand. Ja, das ist auch noch eine Besonderheit von diesem Modell. Der ist jetzt tatsächlich von der Wand gerade mal, wenn man jetzt hier mal einen Screen nimmt, der ist gerade mal 6, ich glaube, das sind 8 cm entfernt. Ja, 8 cm und er macht ein 100 Zoll Bild. Wenn man den jetzt bis hier ziehen würde und dann ist man immer noch in der normalen Breite eines Lowboards, dann wäre man schon bei 120 Zoll. Und es bedarf eigentlich nur eines Lowboards und eines Screens, das ist ein genannter CLR-Screen, der hier ist jetzt von Celexon, den kauft man nochmal optional dazu. Aber auch im Gesamtpreis ist man damit deutlich günstiger als bei einem Fernseher dieser Größe, also ein Bruchteil. Also so ein Paket kostet zusammen so viel wie ein sehr guter Fernseher, nicht? Und wir hatten ja ein ausführliches Video gedreht zu dem LSP9. Genau, regelmäßige Zuschauer wissen ja, da haben wir ja den LSP9 und auch jede Menge andere Laser-TVs. Es gibt ja auch den LSP7. Das ist der kleine Bruder. Der hat keine RGB-Laser, ist ein bisschen dunkler, ist nicht ganz so intensiv von den Farben und braucht ein bisschen mehr Abstand. Sieht aber optisch fast genauso aus. Ja. Ist dafür aber auch mal eine Ecke günstiger. Ist aber eine ganze Ecke günstiger. Und ja, also wir sehen auf jeden Fall hier eine sehr gute Kombi für das große Bild, für die Großbild-Enthusiasten. Richtig, für die echten Heimkino-Enthusiasten. Die echten. Die echten, genau. Aber da würde ich auch sagen, wir haben jetzt ja hier 100 Zoll. Genau, es geht noch größer. Auch. Also das ist hier eine 100 Zoll Leinwand und sagen wir mal so, am gängigsten oder am meisten wird eigentlich 120 Zoll gekauft. Da weißt also du besser sicher. Wenn es machbar ist. Also ich meine, muss man... Ja, wenn man schon so ein Gerät hat, sollte man aber auch die Größe ausnutzen, wenn es möglich ist, wenn es machbar ist. Wie du aber da müssen auch die Raumverhältnisse, die müssen das eben auch dann zulassen. Eine schöne Sache finde ich hier noch, ich weiß nicht, ob man das jetzt hier sieht. Wir haben ja eben auch schon gesagt, wenn man so ein Gerät nicht nutzt, dann hat man so einen riesen Screen. Das hier ist eine ganz schöne Sache, das ist tatsächlich ein aufrollbarer Screen. Das heißt, wenn der Fernseher nicht genutzt wird, ich will das jetzt hier nicht auslösen, dann kann dieser Screen einfach eingefahren werden. Und wenn man diesen Kasten auch noch geschickt ins Lowboard einbaut, wenn man einen guten Schreiner hat oder selber ein bisschen geschickt ist, dann ist was unsichtbar. Und nur wenn man Fernsehen guckt, kommt der Screen nach oben. Bei Nichtbenutzung geht er nach unten und dahinter kann man ein schönes Bild hängen. Das heißt, man sieht bei Nichtgebrauch überhaupt keinen Screen mehr. Das ist noch ein entscheidender Vorteil gegenüber einem Fernseher. Das ist eine ganz schöne Lösung. Ist auch nicht unbezahlbar, dieses Screen. Diese Screens sind gar nicht so unbezahlbar. Das ist auch eine schöne Lösung, tatsächlich. Findet man alles bei uns auf der Homepage bei Beamer24. Und oder wie gesagt, es gibt auch da, man kann sich da auch ein Angebot holen oder vielleicht auch ein Bundlepreis. Ein Bundlepreis. Paketpreis. Paketpreis. Oder es kann auch sein, dass man da vielleicht auch das eine oder andere, so einen Gutscheincode ergattern kann und dann spart man einiges an seiner Investition. Gut, dann sind wir eigentlich soweit jetzt hier. Das waren, glaube ich, die Highlights. Haben wir jetzt alle. Video wird auch entsprechend lang gewesen sein. Genau, das ist sehr lange geworden. Aber wir haben ja auch einiges gezeigt und wie gesagt, uns ist nicht langweilig geworden. Ecki, vielen Dank. Ich danke auch. Hat viel Spaß gemacht. Wahrscheinlich. Du dankst mir. Ich danke dir auch. Wir danken uns gegenseitig. Also, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte Fragen stellen, wie immer, in den Kommentaren. Und wir werden die dann beantworten. Wir sagen jetzt hier an dieser Stelle auf Wiedersehen. Mach's gut. Tschüss. Tschüss.